So. Gucken wir mal. Wait, wir sind doch wieder ein Man of, not a Man of Many Pockets. Dann gehen wir doch einmal nochmal zurück. Dann gehen wir einmal zurück. Und dann stellen wir jetzt einen Lootfilter ein. Dann machen wir das einmal. Das ist wahrscheinlich nicht das unterhaltsamste, einen Lootfilter einzustellen. Gehe ich schwer davon aus. Aber es muss ja gemacht werden, weil ansonsten tun wir uns wirklich. Also dann werde ich verrückt. Dann werde ich wirklich verrückt. Pyromantenkeule. Eine Pyromantenkeule. Eine Pyromantenkeule. Erhöhter Elementarschaden. Schaden im Laufe der Zeit ist halt auch cool. Nee. Oh. Nee, das kann man ja gar nicht machen, ja. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit. 18%. Ja, GG. Holen wir mit. Körperlicher Schaden brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir auch nicht. Das sind Nahkampfwaffen. Der ist halt wirklich gut, ne? Das war wirklich ein heftiger High Roll gewesen. Okay. So, nochmal verkauft. Dann gucken wir uns doch das ganze Lootfilter-Gedönsch jetzt mal an. So. Ich kann mir das Feld natürlich nicht. Wir wollen einen Filter erstellen. Wir wollen einen neuen Filter erstellen. Wir konfigurieren unseren Filter. Der Filter heißt Mage. Fireball. Der kriegt so ein schönes rotes Ding. Und der kriegt sowas. Wait, nee, kann ich. Ich will hier so ein Amulett. Will ich, jawohl. Ja, passt. So, wir machen eine Regel hinzu. Ach, herrlich. Das wird ja jetzt super. So, Bedingungen. Wir wollen erstmal Seltenheitsstufe. Erstmal alles, was selten ist. Genau. Bedingungen hinzufügen. Wir wollen alles, was selten ist. Wir wollen alles, was. Höchstes verwendbares Level ist? Naja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist das doof. Wollen ja davon eigentlich alles sehen. So, Gegenstandstyp. Können wir schon mal sagen, wir wollen nur Einhandwaffen. Zwei Handwaffen können uns eigentlich egal sein. Und von diesen Einhandwaffen wollen wir eigentlich nur einen Zauberstab. Ich denke, das wird das Beste sein. Wir wollen auch keine Zweihand. Also die Zweihandstäbe waren jetzt auch nicht so. Wobei, vielleicht wollen wir noch einen Zweihandstab. Okay, okay. Wir wollen einen Nebenhandkatalysator. Ja. Rüstungen. Ja, sage ich mal, gönnen wir uns alles. Zubehör. Gönnen wir uns auch alles. Götzen. Das ist natürlich auch alles. Keine Ahnung, was Götzen halt machen. Wir bestätigen. Gut. So, Unterarten haben wir keine. So, was wollen wir noch? Affixe. Ganz wichtig. Was für Affixe wollen wir? Wir wollen Magier-Affixe. Und zwar Schaden an Mana vor LP. Das ist nice.
Ja, das kann man mal mitnehmen. Kälte durchdringen mit Erfrierung. Nein. Crit Zauberchance. Verdoppelt beim Max Mana ab 300. Nee, brauchen wir auch nicht. Zauberschaden beim Kanalisieren. Brauchen wir auch nicht, weil wir den wirklich nur nutzen, um sehr vielen Leuten einfach das quasi die Stacks zu geben. Blitzmultiplikator für drittische Treffer. Nee. Entzug beim Kanalisieren. Nee. Chance bei Treffer mit. Nee. Kälteschaden im Laufe der Zeit. Feuerschaden im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Nahkampf-Elementarschaden. Mit Feuerfertigkeiten. Das wollen wir auf jeden Fall. Chance bei kritischen Treffer Feueraura zu wirken. Erhöhter Feueraura-Schaden. Feueraura wirkt. Chance bei. Ja. Stehen Glyphe der Herrschaft. Nee. Tempo und Distanz mit Flammenrausch. Ja. Also ich meine dazu erhalten, wenn du Runenblitz oder Feuerball direkt wirkst. Ja, könnte Feuerball, könnte dann quasi ein Mana-Zurück-Spell sein. Nee, Flammenschutz brauchen wir nicht. Mana-Schlag brauchen wir auch nicht. Durchstoßen Chance von Feuerball. Oh. Stufe von Feuerball. Stufe... Stufe von Desintegrieren. Brandfall haben wir auch nicht. Flammenrausch, ja. Ich weiß halt nicht, die anderen beiden weiß ich halt nicht hundertprozentig. Ich sag mal, die da auch. Runenblitz vielleicht nicht, aber runische Anrufung. Ich weiß nicht, was runische Anrufung macht. Das sieht doch ganz gut aus. Da haben wir schon mal den Magier abgedeckt. Ach, herrlich. Das ist ja noch ganz viel anderes Zeug. Okay. Attribute. Intelligenz wollen wir. Mana und Mana-Regeneration. Einstimmung. Ich weiß nicht, was Einstimmung ist. Kann sein, dass das vielleicht noch gut ist. So, Zauberer. Angriff. Zauberschaden definitiv. Kritische und Zauberschaden. Cast und... Cast-Geschwindigkeit weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, wir brauchen keine Cast-Geschwindigkeit. Zauberkritische Trefferchance. Die können wir mal mitnehmen. Einfach vor den Lulz. Was haben wir bei allgemein? Schaden im Laufe der Zeit, definitiv. Nee, brauchen wir auch nicht. Kritische Trefferchance. Nee, Multiplikator für kritische Treffer. Nee. Ich denke, alles, was Rüstung gibt, das ist irgendwie doof. Wir machen mal Mana, erhöhtes Mana, Zauberschaden und verringerte Mana-Kosten. Bewegungstempo, nee, pariere. Wo ist denn hier Rüstung? Ah, Widerstand und Rüstung. Zusätzliche Rüstung wollen wir. Erhöhte Rüstung. Maybe alle Widerstände beim Kanalisieren. Das könnte wahrscheinlich gut sein, wenn wir nachher wirklich nur noch hier desintegrieren casten und die anderen halt benutzen für... Ja, you know what. Weil desintegrieren, gehe ich mal schwer davon aus, können wir wahrscheinlich auch irgendwie Mana verbrauchend machen. Sodass es Mana verbrauchen würde, sodass wir auch mit unseren Feuerbällen ein bisschen arbeiten müssten. Was ganz cool wäre. So, Trank... Brauchen wir hier, glaube ich, nichts.
Ausweichen würde ich jetzt mal nicht sagen. Nee. EP-Entzug. Nee. Auch nicht wirklich. Leiden. Chance auf Entzündung bei Treffer, definitiv. Ein. Irgendwie Chance auf Rüstungsbruch bei Treffer? Ist das was? Ich hätte mal gesagt, ja. Keine Ahnung. So, die Götzen. Ach Gott. Ja. Also. Mana auf jeden Fall. Rüstung auf jeden Fall. Schaden im Laufe der Zeit, hundertprozentig. Schuss auf Blutung, Schuss auf Entzündung. Betäubungsdauer, nee. Geteilter Feuerschaden. Keine Ahnung, was das bedeutet. Akolytensymbole. Ach ja. Schaden im Laufe der Zeit bei niedrigen LP. Das ist auch immer gut. Während du transformiert bist. Was heißt transformiert? Während du transformiert bist. Verringerte LP-Kosten verzaubert? Was? Okay. Hey, Bereich Aura des Verfalls, durch genau so gewährte heilende Wirksamkeit, Chance auf Angst bei Treffer. Erhöhte Diener, Schaden im Laufe der Zeit erlitten. Nee. Diener Feuerschaden, Diener Kälteschaden. Gift Nova. Nekrotischer erhaltener Schutz bei Tötung. Chance bei Tötung mit hungernden Seelen. Schwänz zu beschwören. Ah, warum nicht, ne? Also so ein Feuergespenst beschwören ist bestimmt ganz cool. Wenn der denn auch dingsen kann. Zauberschaden für Flüche. Mane effizient mit Geisterflamme, was? Sagt mir jetzt nichts. Chance auf Seuche, kritische Schärferchance, Diener, noch ein Nummer, Blut entreißen, kritische Skelette. Ach, ich bin dumm. Ach, das da ist ja alles. Akolyt, das, na, okay, ja, wenn man liest, ne, wir lesen ganz klar im Vorteil. Okay, Schaden im Laufe der Zeit, allein beim, ja. Ne, Entzug brauchen wir nicht. Feuerschaden im Laufe der Zeit. Entzündung. Feuerdurchdringung. Da kommt Feuer, Zauberfeuerschaden. Ja, Schütze bei kritischem Feuer-Aura zu wirken. Erweiterte Elementarnova-Bereich, maybe. Erhöhter Feuer-Aura-Schaden, definitiv. Pro Sekunde erzeugte statische Aufladung. Nee, Zaubertempo. Das Aegis, beim Wirken von Flammenschutz. Nee, Chance beim erlittenen Treffer Element-Nova zu wirken. Das ist auch. Feuer-Aura zu wirken, ja. Erweiterter Feuer-Aura-Bereich. Achso, nee. Feuer-Aura brauchen wir nicht, ne? Ich will mal gerade bestätigen. Ich muss mal gerade gucken. Ist Feueraura der eine Spell, den wir da haben? Ist das das? Ne, das ist Flammenschutz. Was war nochmal die Feueraura? Ich weiß, dass wir irgendwas mit Feueraura hatten. Das ist Flammenstoß? War das hier so? Warte, irgendwo hatten wir Feueraura. Ah, Feueraura. Feuerschaden, ja. Ja,
Ja. Okay, das war die Feueraura. Gut, ja, die wollen wir. Gehen wir nochmal rein. Jetzt sag ja nicht, das ist alles weg. Ich habe vergessen zu speichern. Ich glaube, wir brauchen nur die A-Fixe, oder? Wir brauchen, glaube ich, nur die A-Fixe. Ach, herrlich. Ist das so cool. Das ist ja wirklich... Das ist... Ach, herrje. Ich versuche es im Schnelldurchlauf. Ich glaube, das war's, ne? Oder wir lassen das jetzt erstmal. Pass auf. Tut mir wirklich leid, aber zumindest habt ihr dann den Filter mal so ein bisschen gesehen. Ich mache das auf Stream. Ich mache es auf Stream, auch damit es in YouTube nicht da rumhängt. Das ist ja wirklich, das ist ja zum Mäusemelken. Können wir bitte da noch einen Punkt reinmachen? Danke, es leckt wie Sau. Warum haben wir da jetzt noch... Achso, ja, wir müssen ja hier rein. Dann reisen wir da mal rein. Ach, herrje, das ist ja... besonders gut, besonders gut. Wenn man einfach nicht aufpasst. Gut. Macht nichts. Ich werde gucken, dass ich offstream so ein bisschen diesen Filter mache. Dann muss ich nur gucken, dass das auch was wird. Dann muss ich den ein bisschen austesten wahrscheinlich. Geht's hier noch so lang? Okay. Können wir hier noch was? Was ist es da? Ich ahne Schlimmes. Probieren wir das mal aus. Was bist du denn? Kann ich dich kaputt machen? Was macht man denn mit dir? Nix? Okay. Wait, das Ding kennen wir doch. Da kommt auch wieder so ein Typ raus, ne? Da kommt auch wieder so ein Typ raus. Komm, wir machen das. Ja. Oh mein Gott, der ist ja auf Crack ist der Boy. Uhuhu. Okay. Wir entziehen ihm mal ein bisschen was. Jawohl. Experimentell Edelgürtel der Hoffnung. Wenn ich das schon wieder lese, Dina-Schaden, ne? Dankeschön, womit habe ich das verdient? Das ist halt wirklich Diener-Schaden, ne? Mann! Kann ich mir mal aufhören, Diener-Schaden zu geben? Das ist auch elendig! Gott! Der Damage!
So, ein paar Runen einsammeln. Nice. Weg damit. Was bist du denn? Hi. Oh, ein lebender Mensch, der noch nicht vor Leere trieft. Kannst du verstehen, was ich sage, oder bist du verrückt wie die anderen? Ich kann dich verstehen, hervorragend. Dann kannst du auch meine Bitte verstehen. Ich will, dass du mich umbringst. Was? Du hast richtig gehört. Töte mich. Ich bin hier seit Jahrhunderten eingesperrt. Ich kann dir sagen, es sind sehr lange Jahrhunderte waren. Glaub mir, ich bin so überrascht, wie du es bist. Es gab eine Zeit, zu der das Geschenk des unsterblichen Imperators ein Segen war. Und doch bette ich jetzt hier die Lebenden um Hilfe an. Willst du mich also töten? Was soll das Geschenk denn sein? Bist du dir auch wirklich sicher, dass dein Kopf in Ordnung ist? Oder sollen die Lebenden den unsterblichen Imperator bereits vergessen haben? Sterblichkeit? Ein Gottesgeschenk, das der Imperator an sich gerissen und an seine treuen Untertanen verteilt hat. Einst waren wir unermesslich stark, doch nun befürchte ich, dass nur noch ich übrig bin. Wie bist du denn so geworden? Angst! Ich habe mir die Seelen der Toten zu eigen gemacht und Schutzzauber auf Schutzzauber gewirkt, um mich zu schützen. Es muss noch einen anderen Weg geben, oder? Wenn es doch so wäre. Ich weiß, dass du für meine Hilfe teuer bezahlen musst. Dabei ist das, was ich anbieten kann, sehr unüberschaubar. Würde mein Seelenphylakterium reichen? Jo, schon, perfekt. Wie gesagt, die drei Seelenbeherrscher kommen dann zu mir zurück. Erst dann können meine Schutzzauber zerstört werden. Ich danke dir. Ich bin dann bald wieder da. Gut, davon haben wir ja schon ein paar gesehen. Auch gar nicht mehr so viele Gegner am Leben, also von da aus sollte das ja relativ fast erledigt sein. Huch! Hä? Wie, das ballert noch auf mich. Was hast du denn für Seelengefäße? Au. Ja. Da haben wir noch was. Ja, wir müssen definitiv diesen Loot-Filter da einstellen, ey. Mann, vielleicht... Ich will mir aber da nichts online suchen, weil das alles so Meta-Zeug ist, was ich halt sowieso nicht spielen will. Also, ich glaube zumindest, dass es dann nicht wirklich das Bild gibt, was ich spielen will. Beziehungsweise, ich will das ja auch so ein bisschen erkunden, die ganzen Spielstile. Und das heißt jetzt, wo ich mich halt mal drauf versteife. Naja. Tun wir mal. So, ich habe deine Dinger zerstört. Ja, die sind kaputt. Könnte, würde ich dich zum Dank mit dem Geschenk des Imperators belohnen. Aber diese Zeit sind schon lange vorbei. Okay, mein wahrer Tod. Ich hätte nie gedacht, dass sie so weit kommen würde. Es hat niemand von uns, der unsterbliche Imperator, mich auf einer anderen Seite erkennen, wenn es eine andere Seite gibt. So, jetzt empfehle ich dir, zurückzutreten. Das Phylakterium aus meinem Körper zu reißen, könnte explosiv werden. Was meinst du mit Explo... Okay. Alles okay? Alles okay? Jo. Nice. Okay. Kultistenlager? Aber wir hätten, glaube ich, gar nicht die andere Seite runtergehen können, gell? Wahrscheinlich, ne? Wir hätten sowieso darüber gemusst. Da war ja noch so eine zweite
Da war ja noch so eine zweite Türchen. Da nehme ich das genau. Also, glaube ich zumindest. So, wir haben ja wieder wahrscheinlich einiges aufgesammelt. Dann machen wir das mal wieder weg. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Material nicht übertragen. Ja, brauchen wir auch nicht. Das da ist so bodenlos. Warum kriege ich nur Müll? Kann ich wenigstens bei dir was irgendwie was Cooles kaufen oder so? Keine Ahnung, irgendwie was, weiß ich nicht. Was Cooles. Nee. Nee. Lass mal sein. Ab zum Hafen. Bevor wir aber zum Hafen gehen. Hallo. Hello, my dude. Bevor wir zum Hafen gehen, geht's einmal kurz in eine kurze Pause. Und ich gehe mir mal was zu trinken holen. Und würde sagen, I'll be back. Hello, da sind wir wieder. Weiter geht's. Einmal in den Hafen von Velrhön. Ab in den Hafen. Wenn es denn läuft. Wenn es denn will. Wenn es denn darf. Okay, was hat der Hafen zu bieten? Erstmal hat der Hafen auf jeden Fall zu bieten ein Spawnpunkt. Was ganz geil ist. Nice. Was hat der Hafen noch so zu bieten? Ja. Irgendwas Prozent Chance? Weg mit dir. Wie Prozent Chance? Achso. Okay. Betäubungsschaden, den wir eigentlich gar nicht anrichten. Weg mit denen! Damit ich theoretisch ein bisschen Chat sehe. Hier ist wieder nix. Huch! Leeren Tausendfüßler. Oh, was bist du denn für ein Vieh? Ekelhaft. Huch! Warte. Das scheint schon das Ding gewesen, oder? Who are you? Im Schatz verborgen unter Seide, die wohl zum Verrotzen verzaubert wurde, findest du eine Kugel geformt aus makellosem Kristall. Symbol der Hoffnung. Du kannst durch verhäufige Bilder einen winzigen Licht erkennen, beinahe wie die Galaxien. Muss ich ein Symbol der Hoffnung handeln, Symbol der Hoffnung an mich nehmen. Alright. Okay, das war jetzt, das war jetzt wirklich. Das war kurz. Klappern wir noch die anderen Sachen hier? Okay.
Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und hier noch was? Da machen aber mittlerweile die einzelnen Dinger schon extrem viel Damage, ey. Das ist, krass. Hallo? Oh, 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 wir haben kein Mana mehr. Begleiter Wiederbelebung. Was ist das? Warum kriege ich die ganze Zeit irgendetwas mit Begleiter? Das. Ach Mann. Why though? Why? Opa. Opa. Weg mit denen. Gehen wir noch auf die Seite hier. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Nur ihn hier. Tschüss. Sonst nix. Dann gehen wir wieder zurück. Das war wirklich schnell. Kurz und schmerzlos. Haben wir alles gesammelt, können das abgeben und dann können die ihr Ritual durchführen, weil man ja immer weiß, Rituale sind was Gutes, ne? Rituale sind immer gut. Übrigens, Chris, du bist zurück. Wo sind denn alle? Ja, das ist der Ort, wo das gerade vorbereitet wird. Gleich da vorne, sie warten schon auf dich. Oh, das wird wunderbar, wart's nur ab. Dann begebe ich mich da mal hin. Ich habe mal wieder Zeug eingesammelt, oder? Na, guck mal, wir haben ja wieder eine Axt bekommen. Was zum Geier? Begleiter, Wiederbelebungsreichweite, erhöhtes Begleiter, Wiederbelebungstempo, erhalten LP bei Begleitertreffer. Ich frag einfach nicht mehr. Die sind aber alle weg. Holy, ich kann ja auch noch nicht mal mehr was verkaufen. Gut, ne? Dann, Ritualplatz. Let's go! Show me! What does the Ritualplatz say? Das Ding ist, wie gesagt, eine Sache. Hier in die ruinierte Akademie sind wir nicht reingekommen. Da will ich auf jeden Fall mal noch rein. Das ist irgendwie totally weird. Das kann nichts Gutes sein, also beim besten Willen. Ich meine, natürlich ist es bestimmt ein wunderbares Ritual und jeder hat seinen Platz und alles wird ganz, ganz super toll. Ja. Hallo? Yes. Ausgezeichnet, genau, das hatten wir erwartet. Hast du ihre Elite gefunden? Was hast du mit ihnen vor? Pass gut auf. Die Seelen, die im Phylakterium gefangen sind, fürchten sich vor uns. Sie fürchten sich selbst in der Leere zu vergessen.
Siehst du, wie sie sich erschrecken? Wie sie nach dem Symbol der Hoffnung greifen? Was genau machst du da? Ende muss die Lehre sämtliche Hoffnung auf dieser Welt vernichten. Unsere Körper werden geopfert, damit wir eins werden können. Ah, verdammt. Ah, herrlich. Oh ja. Zerstöre das Lehrenanagramm. Amalgramm, sorry. Schön. Ja. Gut, ne? Ich lasse das da jetzt alles liegen. Also das ist nur blau. Ja, blau brauchen wir mittlerweile nicht mehr mitzunehmen. Blau könnte man höchstens noch mitnehmen für die Affixe. Aber ich glaube einfach. Nee. Ich glaube einfach. Nee. Einfach nein. Gut. Hallo, ihr Fliegeviecher. Fools. Fools. Oh, nice. Schiffe 24. Alter Wald. Hier haben wir einen Zeitriss. Den müssen wir wahrscheinlich auch erkunden. Huch. Da ist einfach mein Headset ausgesprungen. Das hat sich einfach verabschiedet. Was? Hey, machen wir hier den Stecker raus. Jetzt geht's wieder. Hat sich einfach verabschiedet, mein Headset. Perfekt. Sehr schön. Was tut es manchmal? Also, wir müssen auf jeden Fall hier hoch zu der verlorenen Zuflucht. Safe. Das ist wahrscheinlich auch die kleine Zuflucht. Deswegen, das Ding hier. Dann gehen wir doch erstmal in den uralten Wald. Ins Altertum zurück. Da bin ich ja jetzt gespannt.